Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC. Wir schreiben mittlerweile schon den 18. Spieltag in der dritten Liga und Anschluss ist dann morgen um 14 Uhr. Heiko, lass uns wieder, wie die Leute schon gewohnt sind, über die Personalsituation sprechen. Eine Info vorweg: Andi Geipel ist gelb gesperrt. Hat sich ansonsten noch irgendetwas ergeben? Nein, sonst hat sich nichts ergeben. Andi Geipel ist auch angeschlagen, hat aufgrund der Trainingsbedingungen, gerade auf dem Kunstrasen, ein bisschen mit den Leisten zu kämpfen. Und jetzt ist es natürlich ideal, die Situation da sowieso gesperrt ist, dass man auch aus dem Trainingsprogramm oder ihn entlastet haben und ihn nur locker laufen lassen. Jetzt hast du einen Einblick in die Trainingswoche schon gegeben. Wie ist die sonst generell verlaufen? Ja, eigentlich sehr, sehr gut, sehr konzentriert. Ich habe das Gefühl, die Jungs wollen sich zeigen, wollen sich beweisen. Wir haben viele kleine Spielformen diese Woche gemacht. Viele 2 gegen 2, 3 gegen 3 Situationen, viele Zweikämpfe gemacht, um da den Fokus drauf zu legen, diese Zweikämpfe zu gewinnen in der Defensivarbeit, um da eine Möglichkeit nach Chemnitz zu fahren und gut zu stehen in der Defensive. Das ist erstmal die Basis, um natürlich da auch was zu holen. Defensivarbeit ist die Grundvoraussetzung, vielleicht noch 2, 3 Sätze mehr zum Gegner Chemnitz, wie den einschätzt? Ja, toller Kader, muss man einfach wirklich sagen. Anton Fink kann man sich herausheben, seine Torgefahr, aber auch andere, nehmen halt noch einen zweiten, Dennis Grote hatte ich in Bochum in der ersten Liga, U21 Europameister, also und so weiter und so fort, also toller Kader. Die 5 Punkte mehr haben wie wir, die sicherlich vorne dabei sein möchten. Und bloß trotzdem, wir fahren dahin. Wir haben gegen Osnabrück in Osnabrück gewonnen. Und deshalb fahren wir trotzdem da morgen selbstbewusst hin, mit dem Ziel, da was mitzunehmen. Ob es jetzt für 3 Punkte reicht, das weiß ich nicht. Aber deshalb haben wir diese Woche den Schwerpunkt darauf gelegt, zu verteidigen und da gut zu stehen. Und das werden wir versuchen. Danke, Heiko, bis hierhin. Fangen wir gleich mit der Fragestellung an. Armin Wolf und Charivari. Heiko, wie habt ihr denn die Niederlage verarbeitet gegen Erfurt? War die Mannschaft recht deprimiert? Was hast du denn festgestellt? Ja, natürlich war sie deprimiert. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man verliert. Ich versuche das trotzdem immer sachlich aufzuarbeiten, unabhängig vom Ergebnis. Die erste Halbzeit war ordentlich. Die zweite Halbzeit, gerade die Anfangsphase, das habe ich ja schon nach dem Spiel gesagt, da haben wir einen Hänger gehabt, da haben wir auch viele Zweikämpfe verloren und viele einfache Ballverluste gehabt. Zusammenfassend hat da die Konzentration, einfach der Fokus aufs Wesentliche gefehlt. Das haben wir natürlich wie immer versucht, auch mit den Trainingsinhalten zu fokussieren fürs kommende Spiel. Und unser Ziel bleibt von Anfang an und auch nach dem Erfurt-Spiel das Gleiche. Wir gehen dann nach dem Beppo-Prinzip vor, von Spiel zu Spiel. Unser Ziel war von Anfang an, dieses Jahr 45 Punkte so schnell wie möglich zu haben, die Klasse zu erhalten. Das ist unser großes Ziel und da lassen wir uns nicht von abbringen. Wir haben auch in Phasen, wo es sehr gut lief, nicht angefangen zu spinnen. Deshalb können wir jetzt auch die Ruhe bewahren und weiter an diesen Inhalten arbeiten, um was zu holen am Samstag. Andi Geipel, du hast es bereits erwähnt, fällt aus. Wie viele Umstellungen planst du denn insgesamt? Wo wirst du den Hand anlegen? Ja, ich werde aufgrund der letzten Eindrücke natürlich heute Abend oder morgen früh dann entscheiden. Letztendlich eine Umstellung gibt es auf jeden Fall. Benedikt Zaller wird wieder spielen auf der Sechserposition für Andi Geipel. Und dann sind noch 1, 2 Positionen offen, wo wir vielleicht oder sehr, sehr gut möglich was umstellen. Was sagt ihr denn? Gefühl, ist man ein bisschen im Abwärtstrend? Bin ich jetzt ein wenig provozierend oder kann man das so eigentlich nicht sagen? Ja, das ist ja auch deine Aufgabe, das ist ja vollkommen richtig. Nach 7 Spielen mit nur 4 Punkten braucht man das nicht schönreden, das ist ganz klar. Dass das dünn ist und dass
das hätte mehr sein können oder müssen. Und das wissen wir, da stehen wir auch unter Druck, das akzeptieren wir auch, den Druck. Und da stehen wir natürlich auch in der Verantwortung, dass wir das alles möglich machen, um das zu drehen. Und ich kann nur sagen, die Trainingswoche war sehr engagiert, sehr konzentriert. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler unbedingt zeigen wollen, dass wir da was holen wollen und das nach Möglichkeit auch tun. Wir haben bewiesen dieses Jahr, was ja in der ganzen Vorbereitung mal Diskussionsgrund war, ob der Kader überhaupt stark genug ist, für die dritte Liga den zu halten. Das habt ihr ja immer in den Raum geworfen. Und ich denke, das haben wir gezeigt. Das ist vielleicht in den letzten Spielen ergebnistechnisch auch ein bisschen verloren gegangen, aber das Potenzial ist da und jetzt geht es darum, das wieder hochzuheben. Und da arbeiten alle dran und deshalb bin ich optimistisch. Weiter bei Jürgen Schaff in der Mittelbayerischen. Herr Herrlich, ja, zu dem angerissenen Thema Abwärtstrend. Der Jahn-Präsident, der Hans Rothammer, hat sich ja gegenüber unserer Zeitung recht deutlich zum letzten Spiel geäußert und gesagt, seiner Meinung nach war das jetzt der schlechteste Auftritt in dieser Saison zu Hause. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Ja, man muss ja immer differenzieren, wie stark ist der Gegner. Also ich würde jetzt auch nicht das ganze Spiel komplett als schlecht sehen, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Aufgrund der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, das war sicherlich nicht so gut, und der häufigen Ballverluste nach Balleroberung, wo man wirklich, wo die Konzentration einfach gefehlt hat, gebe ich ihm da schon ein Stück weit recht, dass der Auftritt dann auch natürlich von Unsicherheit geprägt war. Das macht einen dann natürlich auch nicht sicherer, wenn du Bälle eroberst und dann direkt immer wegspielst und das zweite, dritte Mal dann immer wieder versuchst, das Gleiche zu machen und es wieder misslingt. Aber wir haben es gezeigt, dass wir es besser können, und das macht uns optimistisch. Sie haben nach dem Spiel auf der Pressekonferenz wieder einmal sehr deutlich ein Thema angerissen, dass Sie Diskussionen rund um die Aufstellung, wer spielt, also überhaupt nicht gut finden und das auch mit Argwohn verfolgen. Sie haben es jetzt wiederholt erwähnt. Wahrscheinlich, also wir gehen jetzt davon aus, dass Sie selber keine Lust haben, das Woche für Woche den Spielern vorzubieten. Haben Sie da jetzt mit der Mannschaft nochmal persönlich gesprochen und der Mannschaft auch gesagt, also Punkt, das Fass machen wir jetzt zu? Nein, ich habe ja eingangs vor der ganzen Zeit mehrmals wiederholt, dass diese Trainingswoche sehr konzentriert, sehr engagiert, sehr fokussiert war. Und daraus entnehme ich, dass der Fokus da ist und dass man sich aufs Wesentliche konzentriert. Ich habe keine Mikrofone in der Kabine versteckt oder Kameras, dass ich jetzt permanent mitbekomme, also was da passiert und was da gesprochen wird. Aber das sagt mir mein Gefühl, wie sie arbeiten, wie sie machen, dass sie sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren und beschränken und alles andere beiseite lassen. Ansonsten gibt es ja weiterhin viele Wechsel im Kader auch. Zum Beispiel der André Luki stand warum die Woche überhaupt nicht im Kader. Gab es da einen besonderen Grund dafür? Ja. Wir haben ja letzte Woche mit einem Gegner zu tun gehabt, der eher tief stand, der nicht rausgekommen ist. Und André Luge hat sicherlich seine Stärken, wenn er einen Raum hat. Er ist jetzt nicht der Spieler, der in Fuß gespielt hat. Das kann er zwar auch, aber im Raum ist er unheimlich stark mit seiner Schnelligkeit. Und wenn du dann natürlich gegen einen Gegner spielst, der tief hinten drin steht und die Situation eher selten kommen, dann habe ich mich dafür Kolja Pusch entschieden, der natürlich im Fuß ein starker Spieler ist, der natürlich jetzt nicht so in die Tiefe dann geht. Ne? Und ich wollte halt auf jeden Fall noch zwei Stürmer auf der Bank haben mit Hüseni und CAS2. Diese Woche habe ich sie auf jeden Fall, dadurch, dass Andi Geipel ausfällt. Und deshalb habe ich letzte Woche so aus taktischen Gründen entschieden, ihn draußen zu lassen. In Kiel war wieder ein ganz anderes Spiel. Jetzt sind wir ja schon wieder das Spiel von vor zwei Wochen aufarbeiten. Da war die Situation, dass ein Gegner uns presst, hoch steht, wo wir dann Situationen nach Balleroberung provozieren wollten, dass wir in die Tiefe spielen können, um seine Schnelligkeit auszuspielen. Diese Situation hatten wir ein paar Mal, dann kam der tiefe Pass nicht, kam nicht an auf den André.
Und, oder die zweimal, wo es dann kam, hat er eben den Abschluss nicht so gehabt, wie wir uns das gewünscht hätten. Und Sie haben zuletzt auch für uns alle überraschend ein Spiel aus der U21 in den Kader mit aufgenommen. Mit Johannes da. Ist das wieder zu erwarten am Wochenende? Ja, beim Johannes ist es einfach so. Natürlich beobachte ich auch die ganze Zeit die zweite Mannschaft, die U21. Und bin natürlich auch mal interessiert, wer da uns auf Sicht, auf Dauer weiterhelfen kann. Wir haben am Montag ein Trainingsspiel, unsere Reservisten gegen die U21 gemacht, haben 2-1 praktisch intern gewonnen. Und die Jungs, die haben es sehr gut gemacht, war natürlich von der Psychologie für die hier einfach. Sie hatten nichts zu verlieren, nachdem sie jetzt ihre letzten Spiele nicht so erfolgreich bestritten hatten. Und haben es wirklich sehr gut gemacht und ich glaube, da haben wir wirklich das ein oder andere Talent, wo wir darauf hoffen können, dass die Entwicklung weiter positiv ist. Und beim Johannes war es einfach so, dass er mit die besten Leistungen gebracht hat und den haben wir jetzt mit dazugezogen. Wir haben ja immer die U21-Regel, dass wir 4 Spieler im Kader haben müssen und dadurch, dass Oderbass und Robin Urban auch noch weiter verletzt sind und Farbe ausgefallen ist, habe ich mich einfach dafür entschieden, jemanden mitzunehmen, der auch gesund ist, den ein Stück weit zu belohnen und als Signalwirkung natürlich auch an die unten, dass wir da schon drauf schauen und drauf achten, dass die Tür aufsteht, ne, für Spieler von da. Und zum Schluss, Sie haben auch... Und wir haben ihn natürlich jetzt die ganze Zeit im Training dabei, dann kann ich auch mal ein genaueres Bild von ihm. Und zum Schluss, Sie haben auch auf der Mittelstürmerposition ab und an gewechselt zuletzt. Ist es möglich, dass in Chemnitz der Markus Ziereis nun eine Chance von Anfang an erhalten wird? Ich werde mit Marco Goldner beginnen. Vielen Dank. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Nicht so, dann nehme ich das Stichwort, die Tür ist auf. Mal auf. Chemnitz hat auch diese Woche die Tür ganz weit aufgesperrt. Die haben das als Info, die haben ja die Initiative 10.000 plus X aufgerufen. 6.700 Karten sind schon verkauft. Die Info habe ich gerade von meiner Kollegin vor Ort bekommen. Ein paar Jahn-Fans werden auch mitfahren. Soll sich ja auch lohnen. 9 Grad sind morgen angesagt in Chemnitz und Sonnenschein. Eine Übertragung wird es zudem nicht geben, Stand jetzt. Das heißt, Turmfunk einschalten oder aber bei unserem Medienpartner Charivari reinhören. Da gibt es auch immer die wichtigsten Infos, so wenn man unterwegs ist und auch sein Handyvolumen vielleicht sparen will. Ja, dann noch einen letzten Hinweis in eigener Sache. Am kommenden Sonntag dann, also am Tag nach dem Spiel, ist auch der Charivari Hallencup. Da ist unter anderem unsere U21 dabei. Die freuen sich auch, wenn sie unterstützt werden. Gut, Heiko, und Unterstützung ist für morgen ein gutes Stichwort. Wir hoffen, dass dann am Ende auch irgendwas Zählbares mitkommt. Euch viel Erfolg in Chemnitz.